Urdhva Mukha Paschimottanasana ist der nach oben oder die nach oben schauende Vorwärtsbeuge. Es gibt mehrere Variationen. Anu zeigt zwei davon. Ausgangsposition. Bei der ersten ist die Rückenlage. Von hier hebe die Beine hoch und fasse mit den Händen um die Füße oder um die Waden. Ziehe die Beine zu dir hin. Und das ist dann Urdhva Mukha Paschimottanasana. Paschima heißt ja Rückseite, auch Westen, und Tana heißt Dehnen. Urdhva Mukha Paschimottanasana, die Dehnung der Rückseite des Körpers, und Urdhva heißt nach oben, Mukha heißt schauend. Eine zweite Variation von Urdhva Mukha Paschimottanasana geht aus dem Flug. Du hebst die Beine hoch und senkst die Beine hinter den Kopf, so bist du in Halasana. Dann gib die Hände zu den Füßen. Das könnte jetzt genannt werden Dvihasta Padahalasana, also beide Hände zu den Füßen Flug, oder eben auch Urdhva Mukha Paschimottanasana. Es ist ja die gleiche Dehnung wie in Paschimottanasana, also der sitzende Vorwärtsbeuge, nur es ist dann eben eine auf den Schultern ruhenden Vorwärtsbeuge.